Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Avantia on Tour. Ich bin der Dirk und herzlich willkommen immer mal noch hier vom Arnumer See. Aber heute geht's weiter. Ja, eine Gegend, die ich in Niedersachsen immer gerne bereise, neben dem Harz, ist natürlich auch die Lüneburger Heide. Und auch da gibt's noch einige Flecken, wo ich bisher noch nie war. Zum Beispiel war ich noch nie in Lüneburg. Ja, und deshalb nehme ich euch heute und auch im nächsten Video mal mit auf eine kleine Tour, ja, in die Region zwischen Celle und Lüneburg. Da gibt es einiges noch zu sehen, einige Ecken, wo ich auch noch nicht war. Oh, wir fahren nochmal nach Uelzen, wir fahren mal ans Luftbrückendenkmal nach Fassberg und der Abschluss dann nächste Woche mit Walter am Panzermuseum in Munster. Das werden wir uns auch noch angucken. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück und zwar drüben bei Marc und Geli gemeinsam mit Marcel und Stefan von den Kreuzfahrtcampern. Haben wir gestern Abend noch lustig zusammengesessen? Ich habe nur gestern Abend mal die Kamera ausgelassen. Ich weiß, Betrug am Abonnenten würde Kai jetzt rufen, aber musste auch mal sein, so ein Abend ohne. Also, gehen wir mal rüber. So, hier gegenüber wird gerade Rührei gemacht. Bei den beiden. Ja, hat sich noch gut gefühlt gestern Abend. Stehen alle bis hier kreuz und quer. So, die anderen zwei stehen hier hinten. Jetzt gehen wir mal klopfen. Ich brauche gar nichts mitnehmen heute, das ist auch mal schön. Guten Morgen. Keine Jogginghose. Sieht denn das aus hier? Dürfen wir mal reinkommen? So, da sind wir wieder. Da haben wir gestern Abend schon mal gesessen. Jawohl. Habt ihr euch denn von der krachenden Niederlage gestern Abend im Sky Joe erholt? Welche Niederlage? Das ist alles eine mentale Sache. Es kann nur einen geben. So schlecht waren wir gar nicht. Na, ihr nicht? Nee. Ich glaube, wir das erste Mal gespielt haben. Ne? Richtig. War doch schon gut. Wie sieht's mit dem Tee aus? Ich sehe gar keinen Tee. Hast du den Tee vergessen? Ich mit Tee? Das ist Tee. Tee. Hast du die Teekanne nicht mitgenommen? Ach, sie hat gebacken. Sie hat schon gebacken heute Morgen. Dann greif zu. Ich nehme ein schwarzes. Heiß, 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 ne? Ich nehme ein schwarzes. Ja, dann nehme ich auch doch sehr gerne. Das schwarze kann man abkratzen. Dirk und sein Schwarz. Oh, bei, waren wir gerade beim Friedhof abkratzen? Nein, das Schwarze. Da. Mich stört das nicht. So, jetzt bringen wir ein bisschen Hektik hier ins Spiel. Darf man mal loskommen hier nach Celle. Was ist mit dir? Macht wieder einer Stress. Ich mach keinen Stress. So, er will doch Celle sich anschauen. Ja. Ich weiß nicht, was er da gerade winkt, aber er winkt. So. Ciao, ihr beiden. So, die zwei haben noch die Rollen runter. Das waren 5 schöne Tage hier am Arnumer See. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, sehr ruhiger Platz, sehr ruhige Nächte hier. Keine Autobahn, nichts zu hören. Wunderbar. Und jetzt geht's Richtung Celle. Zentrumsnah noch einen schönen Parkplatz bekommen, kostenfrei am Wochenende. Wunderbar. Und jetzt laufen wir mal in eine der schönsten Altstädte, also auf jeden Fall mal Niedersachsens, wenn nicht sogar Deutschlands. Feeling something special for you, and now
you got me thinking till the sun comes up. Daylight in my mind is dreaming. And I'm saying too much couldn't be enough. But I'll be waiting. Waiting for the moment to take me to you. Ja, wer mag, der kann das Schloss hier in Celle auch besichtigen. Eintritt 8 Euro. Führungen kosten dann aber mehr, die sich aber aus meiner Sicht auch rentieren, ne? Dass man so ein bisschen den Hintergrund des Schlosses auch erklärt bekommt. Ich war allerdings schon mal drin, von daher kann ich mir das Geld heute schenken. Ja, Weihnachtsmarkt muss ich auch hier rentieren in Celle, haben die Jungs von den Kreuzfahrtcampern heute Morgen noch erzählt. Kann ich mir gut vorstellen, hier also bei der Menge an Fachwerkhäusern und der kleinen Altstadt. Mhm. Könnt ihr noch was für heute Nachmittag mitnehmen, ne? Ich glaube, da gehe ich mal rein. Nur ein Teilchen geht immer. Kaffee dabei, alles gut. Ja, ich schlendere jetzt noch ein bisschen hier durch die Altstadt und dann fahren wir noch, glaube ich, ein bisschen durch die Heide. Ich muss noch irgendwo tanken. Und mal gucken, wo wir dann heute Nacht stehen bleiben. Aber ich finde das schon beeindruckend. Vor allen Dingen, die meisten dieser alten Häuser haben oben, unterhalb vom Giebel, nochmal diese Tür. Ja, bei manchen hat man auch noch eine Vorrichtung gesehen für einen Kran. Wahrscheinlich haben die da die Vorräte reingelagert. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, dann klärt mich mal auf. Manche haben dann allerdings gar keinen Kran da oben. Und da frage ich mich natürlich, wie die Sachen da hochbekommen haben. Ne? Weil mit der Leiter macht das ja keinen Sinn. Hm? Da oben auch, ne? Wenn man das jetzt mal aufzieht. Also, das ist schon eine ganz schöne Höhe. Ja, ist auch immer interessant, mal die ganzen Inschriften sich mal so durchzulesen, die da im 17. Jahrhundert draufgemalt wurden, ne? Jetzt bin ich aber wirklich morgen mal gespannt auf Lüneburg, weil da war ich noch nicht. Das war in der Lüneburger Heide, aber in Lüneburg noch nie. Soll aber auch sehr schön sein. Und ich bitte um Entschuldigung, natürlich heißt das hier oben in Niedersachsen Lüneburg, weil ich glaube nirgendwo wird feineres Hochdeutsch gesprochen als hier in der Region. Deshalb, seht's dem Rheinländer nach. Jo, ich bin jetzt kurz hinter Bispingen, wollte eigentlich mit euch Richtung Wilseder Berg. Das ist aber hier gesperrt. Also es fahren zwar alle durch, außer mir. Naturschutzgebiet, Durchfahrt verboten, nur mit Ausnahmegenehmigung. Das sind 7 Kilometer bis zum Wilseder Berg. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns mal warm an. Ich hole das Fahrrad raus und dann fahren wir mal da hoch, gucken, ne? Soll mit 169 Metern die höchste Erhebung in der Lüneburger Heide sein. Ich bin mal gespannt. Lustig finde ich schon, dass Google Maps hier vor sehr starken Steigungen warnt, bei einer Höhendifferenz von 170 Metern. Naja, egal. Packen wir. Naja, ich würde mal sagen, das hier ist eindeutig, ne? Wir haben ja ein Beiboot dabei. Ich würde mal sagen, ich bin hier mitten im Wald, ne? Überall Wald. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist die Halterung für die Actioncam. Das habe ich vergessen. Liegt zu Hause. Deshalb gibt es beim nächsten Mal erst Fahraufnahmen.
Ja, und das ist ja dann doch mal Heide, ne? Also ich kann euch die jetzt leider nicht blühen zeigen, ne? Das ist im Februar leider nicht drin, aber ich finde, die hat auch bei dem Wetter was. So, Totengrund 450 Meter. Klingt gefährlich. Wie immer kann die Kamera das nun ansatzweise nicht so einfangen, ne? Wie das hier hochgeht. Und PBY hatte mich ja gebeten, in dem Testbericht, der noch kommt, auch ausdrücklich einen Hillclimb-Test zu machen. Und das kann ich jetzt hier schon sagen, mit Bravour bestanden. Das Ding geht hier hoch wie eine Bergziege. Trotz Limitierung auf 250 Watt hinten. Bin noch nicht ganz oben, aber ärgere mich gerade, dass ich die Drohne nicht mit habe. Tja, und das ist der Totengrund hier. Ich könnte mir den gut so im Morgennebel vorstellen, ne? Eine ganz schöne Anhöhe hier. Also das hat sich hier mal auf jeden Fall gelohnt. Leider kann ich die Aussicht nicht richtig einfangen. Ne? Wahnsinn. Also die Fernsicht ist hier irre. Ich glaube, man kann bis Hamburg gucken, wenn ich wüsste, wo Hamburg läge. Und schweinekalt ist es hier oben. Und das Dumme ist, ich habe immer noch keine Fäustlinge gekauft. Ich passe hier nicht in den Handschuh. Oh, aber schön hier oben. Leider, das Wetter könnte bisschen besser sein, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Müssen wir alle mitleben. Also die Ecke hier kann ich echt nur jedem empfehlen, der hier mal im Großraum Munster-Soltau Lüneburg ist, hier mal auf den Wilseder Berg zu fahren. Jetzt wahrscheinlich im Sommer die Hölle los. Und jetzt bin ich hier fast alleine. Aber wo Hamburg liegt, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich mir aber einen Kaffee verdient, würde ich mal sagen. Also, alter Schwede, das war jetzt aber kalt. Den Berg runter. So, erstmal raus hier und dann Käffchen. Oh, das hat Spaß gemacht. Und jetzt gibt es hier noch ein Plunderteilchen und ein Kaffee. Und da muss ich mir mal irgendwie einen Platz für die Nacht suchen. Hm, mal gucken. Das kann man doch mal so nehmen, ne? Ne, das hat Spaß gemacht. Vielleicht nur gerade zwei Sätze in eigener Sache. Ich habe das schon wahrgenommen, dass viele da draußen, so dieses Jahr hier von mir, gemeinsam mit Sonja, aber halt auch viel allein, ein bisschen kritisch sehen. Und viele auch gesagt haben, naja, wenn er jetzt seit Jahren unterwegs ist, dann kopiert er seinen Freund Kai. Und das habe ich schon wahrgenommen, dass da in der Richtung gedacht wurde. Ich muss nur eins ganz ehrlich sagen, also zwischen Kai und mich, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Wir sind gut befreundet. Und jeder von uns macht YouTube auf seine ganz eigene Weise. Ich habe halt auch Spaß dran, jetzt mal hier in so einer Region, wo ich halt jetzt mal per Zufall bin, auch mal rauszufahren, vielleicht auch mal ein Freilichtmuseum zu zeigen, vielleicht mal die Architektur zu zeigen, mal heute Morgen Celle mal durchzulaufen. Da habe ich halt Spaß dran. Und so macht jeder von uns YouTube auf individuelle Art. Und ihr habt halt wirklich den Vorteil da draußen, ihr könnt euch da unter einer Fülle das raussuchen, was euch gefällt. Und ich käme nie auf die Idee, da irgendwen in irgendeiner Form zu kopieren. Jens macht es wieder ganz anders.
Und so könnt ihr euch da alles suchen, wie ihr es gerne haben wollt. Aber kopieren würde ich nie irgendwas oder irgendwen. Ja. So, jetzt erstmal Kaffee. Und dann muss ich mal gucken, wo ich heute Nacht meinen Hintern zu Bett lege. Ja, Problem ist, so langsam gehen mir die Finger flöten. Ne? Also nach dem hier habe ich mir dann eben beim Fahrrad verladen, dann noch den hier gerissen. Also, kann ich nicht für alles Handschuhe anziehen. Ne? Geht hier nur auch nicht. So ein Mist. Ja, ich habe mein Quartier für die Nacht erreicht. Und zwar den offiziellen Wohnmobilstellplatz in Lüneburg. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich mehr so der Freisteher, ne? Aber macht jetzt Sinn. 24 Stunden, satte 18 Euro. Ich glaube, Strom wäre drin, aber jetzt für eine Nacht brauche ich kein Stromkabel rausnehmen. Und von hier ist es dann auch relativ dicht zur Altstadt. Und ja, ist auch recht gut besucht. Mit 15 Wohnmobile, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, jetzt mache ich mal was zu essen. Es ist am Regnen draußen. Ich mache gerade mal kurz draußen. Boah, üselig. Aber Hunger hätte ich jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Dicke, fette Pommes aus dem Omnia. Darunter haben sich noch ein paar Chicken McNuggets versteckt. Die hatte ich noch hier drin. Die kommen jetzt auch noch weg. Aber dreiviertel Stunde wird das wohl dauern. Ne? Und Deckel muss ich auch noch drauf machen. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt essen. Ne? Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Chicken McNuggets da unten drunter aussehen, aber ich kram die Pommes jetzt mal darunter. Naja, es ist ein bisschen schwarz hier geworden, aber ich meine, dafür bin ich ja nun bekannt. Berühmt und berüchtigt. Ne? Oh, 9 Uhr, ich mache jetzt Feierabend. Das Video von heute eigentlich schon geschnitten. Und ich glaube, wir machen an der Stelle auch einen Cut. Sind jetzt bei, ich weiß es gar nicht, Rohschnitt 18 Minuten. Das wird zu lang. Und morgen noch Lüneburg da reinpacken. Dann sind wir wieder bei 30 Minuten. Das ist zu lang. Machen wir lieber noch ein zweites, vielleicht noch ein drittes. Also, im nächsten Video geht's weiter nach Lüneburg. Wobei das ja gelogen ist, es geht ja nicht dahin, ich bin ja schon da. Aber ich nehme euch mit da runter in die Altstadt. Bin ich richtig gespannt und dann werden wir uns so ganz langsam im Uhrzeigersinn um die Heide drumherum machen. Vielleicht fahre ich noch nach Uelzen, mal gucken. Gibt ja noch einiges zu sehen hier. Ich sage lieben Dank fürs Zusehen, ihr bleibt gesund und freue mich, wenn ihr zum nächsten Heide-Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, tschüss.